Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neue Augen. Ja, dann wollen wir uns mal Tipp 1 an. Ich habe hier schon mal einen Zettel und einen Stift bereitgelegt, falls ich das brauchen könnte. Und dann haben wir uns mal Tipp 1 an. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. So, Tipp 1 ist aufgeschrieben, dann hören wir uns mal Tipp 2 an. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Okay, damit kann ich jetzt wenig anfangen. Nochmal bitte. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Okay, Tipp 3. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Schläfrigkeit. Tipp 4. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Okay, Tipps 2 und 3 kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das ist irgendwie... müssen wir spekulieren. So. Das war, wenn eine... So, Apfel. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Eine Emotion. Das war, wenn Lilly eine Emotion, eine Eigenschaft. Etwas Essbares. Das würde, wenn Lilly eine Emotion. Nanu, das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Hm? Kennen wir? Aha. Hast du deine Frage ein... Das I... Es zeigt das zweite I... Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durchstärke. Das dritte I... Um mich zu erinnern... Ja, hilft mir überhaupt nicht weiter. Ernsthaft. Hm? Erstens. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhelfen mir immer zu großer Stärke. Apfel. Niemals traurig. Also das. Und was soll das jetzt bedeuten? Und warum ist das doppelt? Oh Gott. Boah, Tipp 2. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen.
Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Keine Ahnung. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau mit Äpfel. Boah, Alter, da muss ich es aber wirklich nur raten. Weil ich ja nicht mehr weiß, was diese Zeichen hier, die drei hier bedeuten. Hier unten habe ich keine Ahnung, also skippen wir mal. Oh, so. Ich check's immer noch nicht. Viertens, an diesem einen speziellen Tag, an dem ich dem Tempeltrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ja, aber... Boah, ich verstehe es nicht. Egal, scheiß drauf. Komm ich jetzt hier raus? Ich verstehe es nicht. Aber ist jetzt auch egal. Gute Frage, nächste Frage. So, kommen wir mal zu dem dummen Shawnee hin. Alter, er soll uns jetzt das beschissene Rezept geben, ne? Shawnee, Lili Mutter. Ich hab keine Lust mehr. Ich geh jetzt zum Edna. Shibuya Power! Und? Kommst du voran? Gerade. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Das haben wir schon herausgefunden. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lily hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lily. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Böse.
Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Okay. Ab zu Frank! Frank! Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Ich wollte das nehmen, ich wollte das Ding hier nehmen. Bleib bitte von den Platten, du behinderst. Was soll ich denn damit? Wenn du mir unbedingt helfen willst, dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt? Bleib bitte von dem... Ich hab keine Ahnung. Was soll ich denn damit, wenn du mir um... Ich glaube, kennst du nicht jemanden... Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lily überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Frank war voll und ganz mit den... Ja, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Bleib bitte, du... Was soll ich denn da... Wenn du... Ich glaub, kennst du nicht... Oh, Mann, Mann. Wäre auch zu schön gewesen. Schwer Geburt. Ja, ich muss auch noch eine dumme Katze füttern. Gehen wir einfach mal rein. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Genau. Spionier! Ups. Huhu.
Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Der muss doch ja gehen auf so einen Haken, oder nicht? Nee, ich hab keine Ahnung, Leute. Und, ja, ich will dann im nächsten Part weiter und haut rein. Man sieht sich dann. Mann, Abflug und ciao.